Unglaublich, in so einen kleinen Van gehen wirklich 5 Fettis, Klaus. Ja. Also alles, was wir heute für unsere Tour brauchen. Genau. Wäre es da nicht einfacher gewesen, einfach einen Anhänger zu nehmen? Aber so ist es viel spannender. Moin zusammen. Ich bin heute zwar im Urlaub, aber ja, in Cuxhaven, direkt am Wattenmeer. Dann stelle ich euch mal mein Team vor. Das ist Carsten Kamjunke, unser Wattführer. Dann Kirsten, seine Frau. Und dann haben wir noch unseren Quotenprofi Klaus. Und wie man sieht, es fahren nicht alle nur mit den Bikes durchs Watt. In einer Tide nach Neuwerk und zurück sind dann wie viele Kilometer? 24. 24. Klaus, was müssen wir denn beachten? Wir sollten eigentlich wunderschön und geschmeidig vorankommen. Dafür sind die Fatbikes ja prädestiniert und auch gebaut worden. Ja, wenig Luftdruck, große Auflage und auch wenig Rollwiderstand. Also mein Tipp ist, wir kommen sehr gut voran. Ihr werdet sehen. Ich zähle auf euch. An der ersten Herausforderung. Klaus testet mal die Wassertiefe. Was sagst du, Klaus? Müsste gehen. Müsste gehen? Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch ziemlich einfach. Also ich glaube, ich fahre das Ding durch. Ja, vielleicht muss ich doch absteigen. Ich sag mal so, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt nicht nur, sondern der trägt auch. Es gibt halt nur nasse Füße. Ja, muss halt so, ne? Wir sind noch ein bisschen früh, aber dann können wir da drüben auch wenigstens in Ruhe Kaffee trinken. Sau stark, das Wasser ist weg, wir haben die Ebbe erreicht. Nach sage und schreibe einer Stunde und 9 Kilometern würde ich sagen, haben wir die Hinfahrt nach Neuwerk noch vor dem Sonnenuntergang geschafft. Das Problem, was ich habe, ist, ich habe die falsche Abbiegung genommen und stecke jetzt fast fußhoch im Schlamm. Deswegen muss ich jetzt sehen, dass ich ganz schnell hier rauskomme, damit ich noch pünktlich zum Kaffee komme. So, vielleicht helfen mir ja die Kinder, die hier im Watt stecken, auch mein Bike hier rauszuschieben. Kurz vorm Ziel zu übermütig gewesen.